Wir stehen heute am zauberhaften Circuit de Monaco zu einer der spannendsten Qualifying Sessions der ganzen Saison. Und wir stellen uns natürlich die Frage, wer es heute schaffen wird, seinen Namen der Liste der bisherigen Inhaber der Pole Position von Monte Carlo hinzuzufügen. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Hier zählen sowohl die Eigenschaften des Fahrzeugs als auch der Fahrstil. Es gibt eine Reihe von langsamen Kurvenausfahrten, bei denen die Hinterreifen jede Menge Energie übertragen. Die Fahrer müssen geschickt mit dem Gas spielen, damit die Reifen nicht zu sehr durchdrehen. Sonst besteht Rutsch- und Überhitzungsgefahr und die Reifen können stark verschleißen. Hallo und ein herzliches Willkommen aus Monte Carlo, Monaco. Ich hoffe, ihr habt nicht nur durch Zufall hier gefunden, sondern freut euch auf dieses Qualifying und auch morgen auf das Rennen. Ich muss sagen, ich habe sehr viel trainiert. Ihr wisst ja, das ist meine absolut schwächste Strecke. Und ich hoffe mal, dass wir hier diesmal besser starten als vom Platz 22. In diesem Fall gibt es ja nur Platz 20, auf dem wir landen können. Und mal sehen, ob das reicht. Aktuell ja die schnellste Runde gehabt. Und mal sehen, wie viele uns da überholt haben. Boah, gerade so noch durchgekommen auf Platz 15. Ja, also immerhin Q2. Und hier sehen wir Verstappen und Hamilton haben es sogar mit Mediums geschafft, sich zu qualifizieren und deutlich besser als wir zu sein. Bin ich mal gespannt, ob wir es tatsächlich in Q3 schaffen können. Natürlich auf den Supersofts. Räikkönen mit der schnellsten Runde wurde gerade geschlagen von Sebastian Vettel, 1:16. Das sind aber noch Zeiten, die machbar wären. Müssen wir mal schauen, wo wir dann jetzt landen mit unserer Runde, um uns für Q3 zu qualifizieren. Ich finde, unsere Zeit sieht ganz gut aus. Hier kommen wir auch gut um die Ecke. Das könnte eine gute Zeit sein. Und wir schaffen es auf Platz 2 vorerst. 0,007 hinter ihm und am Ende reicht es für Platz 4. Und damit sind wir jetzt in Q3 und schauen, ob wir hier eine Chance haben, nochmal reinzukommen. Die Runde war gut und wir haben jetzt auch noch das Glück, dass wir Windschatten von Butler bekommen. Das könnte uns tatsächlich einige Sekunden geben, tausendstel Sekunden, die auf jeden Fall entscheidend sein können. Und wir schaffen es, erstmal die schnellste Runde. Mal sehen, ob wir nochmal überboten werden. Und es sieht gut aus für uns. Und ich kann es nicht fassen. Pole in Monaco für uns. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Peters, Leclerc und Valtteri Bottas. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Ja, ich bin immer noch fasziniert. Wir gucken uns aber hier mal den Fähigkeitsbaum an. Wenn jetzt hier auch noch mal ein bisschen, gerade hier bei Strapazierfähigkeit, einiges entwickeln, denn da muss ich sagen, sind wir relativ schlecht dabei, was so die Verschleiße angeht. Haben wir in Spanien deswegen auch schon eine Strafe abgesessen und auch hier werden wir jetzt den zweiten Verbrennungsmotor einbauen.